Oh yeah, liebe Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play DTM Race Driver 2, wo wir zurück sind, die Laufbahn fortsetzen wollen mit 73%, wir sind langsam immer weiter am Ende und hier haben wir eine kleine feine Serie vor uns, die wahrscheinlich zeitlich genau richtig reinpassen würde. Wäre mal nice. Endlich mal wieder, ich rendere wieder währenddessen, deswegen kann ich nicht haften, dass alles flüssig läuft. Okay. Aber tut's ja eh nicht. Oder fall auch, einfacher geht's nicht, komm einfach nur vor ihm ins Ziel. Okay, ist kein Problem. Da kommen wir hin. Ist ja kein Problem für uns. Was hieß, da gibt's auch noch. Ist doch noch perfekter. Können wir den Caesar auch noch überholen? Richtig geile Typen für uns. Der Pfeifer denkt sich auch nur so. Nein. Jetzt komm. Oh. Wir kommen einfach nicht vorbei. Ja, es läuft, Scotty. Bisschen Tourwagensport betatschen, warum denn nicht? Wir sollten jetzt aber sehr bald überholen können, vor allem spätestens in eine Kurve. Aber gut. Ja, jetzt bremsen wir hier so an. Überholen hier einige. Betatschen da, kommt da ein bisschen halt innen rein, aber gut. Passiert mal, oder? Caesar ist schon Zweiter, oh. Caesar geht auch gut ab. So, jetzt mach ich dich noch. Wunderbar. Das haben wir. Das ist doch schön. Nur noch zwei läppische Runden, Mann. Ich weiß, Scotty. Oh Gott. Das kann wenn das so sein, dass ich hier und da immer ein paar Rennergeräusche dann höre. Dass irgendwas abgeschossen ist, weil das ist wichtig, weil ich möchte jetzt eigentlich in dieser Aufnahmesession den gesamten Rest aufnehmen, habe aber noch nicht alles gerendert von DTM Race Driver 2 und das wird es sehr knapp mit meinem restlichen Festplattenplatz, aber ich werde mein Bestes versuchen, das alles hinzubekommen. Deswegen rendere ich währenddessen, vielleicht reicht das genauso aus. Wenn nicht, dann muss ich warten mit aufnehmen. Aber leider kann OBS nicht flüssig aufnehmen, weil meine Grafikkarte zu scheiße ist. Mann, das ist so bitter. Sonst würde ich so gerne aufnehmen mit OBS, aber nein. Oh. Tut mir leid, Caesar. Du kennst doch die Aggressivität. Wenn nicht, dann kommt unser Manager. Und zeigt er wieder. Liebe. Alter, ich war jetzt sehr aggressiv, weil ich schon länger nicht gefahren bin. Alter, was ist mit dem los? Noch ein Wagen, dann bist du Erster. Irgendwie geistig behindert, der Typ? Alter! Wie der schnell abgebremst hat! Letzte Runde, lass ihn nicht vorbei! Ich lasse Caesar nicht vorbei. Wir chillen einfach auf dem ersten Platz. Das ist, glaube ich, das Beste, eigentlich, was wir tun können. Wort, wenn man sich so vorstellt, dass man eh immer nur hinter den Leuten da sein muss, dann ist das Spiel erst recht gar nicht mal so schwer. Aber wir sind irgendwie eh immer oft genug Erster, also. Naja, also schwierig ist das allemal nicht. Vielleicht wird es auch gegen Ende theoretisch schwerer, aber das werden wir ja sehen. Naja. So, da auch schön vorbei. Ui. Ist echt schön hier so vorbeizufahren. Konzentrier dich und das Rennen gehört dir. Ja, das Rennen gehört uns ja eh. Scotty, Chili und Nipples. Caesar kann uns da nicht das Wasser reichen, das sehen wir meilenweit. Ich merke, dass ich hier und da immer mal ein paar Mikroruckler habe. Schöne, nice Grafikkarte, die ich da immer besitze. Und jetzt, selbst wenn wir Scheiße fahren, kann Caesar auch nicht an uns drankommen. Und mir gefallen halt die Ruckler, wie schon gesagt, nicht. Die müssen leider sein, damit ich ja weiterhin aufnehmen kann. Und ich möchte gerne aufnehmen. Der verdammte erste Platz. Super gefahren, Junge. Yeah! Ha. Weiter. Mal sehen. Hey, Kiolami. Warum denn nicht, ne? Ich meine, der gute damalige südafrikanische Cup, glaube ich, war das. Südafrikanische Grand Prix war das. Anscheinend zieht auch der Ford GT immer nach rechts. Also, wie es aussieht, da hat er irgendwelchen Spurwinkel oder so, dass er immer eher so nach rechts zieht. Sehr interessant zu wissen.
verdammt. Aber immer noch vorbeigekommen. Bin auch sehr problematisch. Da musste ich sogar vom Gas gehen. Weil der Wagen dann nicht genügend Grip hatte. So. Jetzt müssten wir irgendwann so richtig hart gut vorbeikommen. Ach ja. Wenn man diese guten alten Strecken fahren. Es gefällt mir einfach hier in DTM Race Driver 2 jedes Mal diese wunderbaren Strecken zu fahren. Eieiei. Caesar, wow. Tut mir leid, dass ich so nah an dich dran gefahren bin und ich war beinahe fast umgeräumt hätte. Alter. Zum Glück ist alles auch gut gelaufen. Digga. Sollte manchmal echt aufpassen bei sowas. Ich hätte später abbremsen sollen und mich nicht an den anderen so orientieren sollen. So. Oh, wir kommen sehr gut raus. Wir sind sehr nah dran an Caesar. Man hat halt auch Windschatten sehen, können wir es vergessen. Komm schon, Mann. Noch zwei Runden. Oh, oh, oh. Alter! Das ist doch mal ein Überholmanöver. Mit Eiern, Alter. Wenn man das mal so sagen möchte. Dann hat dieser keine Chance gehabt. Und wird auch noch fast überholt, Alter Schwede. So. So, Five O Tanaka. Gute Arbeit, Mann. Jetzt liegt nur noch ein Wagen vor dir. Ich weiß. Den haben wir bald. Nämlich hier gehen wir ein bisschen anders durch die Kurve. Schade. Bringt uns kaum was, weil das trotzdem Vollgas ist. Und hier ziehen wir so innen hier eher vorbei. Und haben es nicht richtig abgebremst. Wir kommen es dann auf die Schnauze, leider. Ich hätte doch ein bisschen stärker abbremsen sollen gegen Ende, aber ich dachte, ich könnte schon die Bremse lockern und dann bin ich rausgefallen. Oh, er will da noch außen vorbei. Lass ihn in den Platz. Lass ihn keinen Platz. Das war einfach keine Kurve für ihn. Und dann haben wir das hier auch wunderbar durch. Ein Überholmanöver. Da hat er gar keine Chancen. Caesar ist auf dem dritten Platz. Five O Tanaka ist auf dem zweiten. Letzte Runde, aber mach weiter Druck. Wir auf dem ersten natürlich und in der letzten Runde. In der letzten Runde erst da durchs Ziel. So. Warum zählt es am Ende immer als in der letzten Runde genau die Platzierung? Genau die Platzierung ist die, die zählt. Wer hätte das gedacht bei einem solchen, bei Rennspielen? Alles andere zählt lustigerweise ja eigentlich nicht. Außer bei manchen Rennserien vielleicht doch hier und da, aber da gibt es vielleicht auch hier und da Qualifying-Punkte oder was weiß ich, aber das hier gibt es ja. Nicht hier ist es eher so dieses klassische Rennen und dann bekommst du Punkte und woanders nirgends. Die habe ich richtig hart verkackt. Hier kann Five O Tanaka echt gut aufholen. Das mit dem Bremsen wir richtig gut ab. Haben wir auch. Kommen richtig gut raus. Extremst gut sogar. Deswegen muss ich schon auf Gas, weil das sich sonst untersteuert hätte. Das ist manchmal gut, dass hier wenigstens ein paar Sachen sind, so wie im Normalen. Manchmal muss man halt manchmal Gas geben, damit man halt aus dem Untersteuern rauskommt. Aber gut, in diesem Spiel gibt es nicht wirklich so das extremste Über- und Untersteuern. Gerade deswegen. Aber trotzdem sollte man hier und da aufpassen. Aber gut, geschafft ist geschafft. Okay, da wo du jetzt bist, kann dir nichts passieren. Konzentrier dich. Okay, das werden wir, Mann. Das werden wir. Wie viele da sind wir? Alter, da hat gar keine Chance. Der Five-O. Eieiei. Ah. Schön nochmal was für den Essen getrunken. Ich immer fauler Sack. Immer erst am Trinken, Alter. Immer am Saufen bin ich. Also langsam merke ich, dass ich halt wirklich so gut wie jede einzelne Strecke schon durchgefahren bin. Und das so langsam mir, deswegen die Kommentarkünste fehlen.
das Spiel hat jetzt nichts mehr so. Es ist halt so wirklich schon in der Endphase bei allem möglichen, beim Shark Team. Und ja, also es fängt ja immer mehr. Es fängt ja immer mehr an, extremer zu werden. Für alle anderen. Und für uns. So ist es ja nicht. Hallo, Favo. So. Schön mit Vollgas. Wir schaffen es, an ihm vorbeizukommen. Aber nicht an dem. Da wollte ich jetzt nicht vorbei. Sondern vielleicht durch besseres Rausbeschleunigen, was mit dem Ford GT nicht einfach ist. Wie ich gemerkt habe. Ja, wir können uns vielleicht hier ihr. Genau, nebendran setzen. Ach du Heilige. Hier können wir gut rausbeschleunigen. Wow! Ach du Scheiße. Das war knapp. Geschafft ist geschafft, würde ich wohl sagen. Und Caesar ist auch überholt. Sieht man, selbst er hat gar keine Chancen. Obwohl er zu den besten Fahrern hier mitunter gehört. Immer weit vorne auch. Genauso wie Stellan. Also Stellan fährt hier zum Glück nicht. So. Gut. Oh Gott. In dem Moment dachte ich mir so ein bisschen, ich komme mit ein bisschen viel Speed rein. So war es ja auch. So ist er nicht. Ja, aber geschafft ist geschafft. Ich wollte mich nicht mit so viel Speed rein, weil ich muss halt nicht so knallhart fahren. Anscheinend fahre ich jetzt gerade sehr knallhart. Das kommt mir schon so vor. Ich fahre gerade so, als ob ich eine schnellste Runde fahren würde, Alter. Das ist ja das Extreme gerade. So. Du liegst in Führung, weiter so. Natürlich liege ich in Führung, wer hätte das gedacht? Also ich nicht. Jetzt abbremsen. Nice, Alter, wie wir in der letzten Runde einfach mal einen übelsten Abstand hinbekommen haben. Weil diese Kurven sind halt wirklich schon sehr arg meine Spezialität. Weil da muss man schon sehr viele Eier haben. Und die KI ist da halt schon ein bisschen unausgereift, einfach weil sonst die normalen Fahrer da vielleicht nicht so extrem durchkommen. Aber ich weiß auch, dass ich damals als Kind auch schon... Dass ich da als Kind auch schon sehr extrem durchgeprescht bin durch diese Kombination, das wusste ich. Das sind halt so wirklich Kombinationen, die halt, ja, meinem Fahrstil anscheinend entgegenkommen. Großartig gefahren, Mann. So. AA Kielami. Aber ich weiß auch, wie ich als Kind sehr oft dagegen geprallt bin. Schon wieder? Meine Fresse. Das ist ja total langweiliger Cup. Wenn nochmal dieselbe Strecke, Alter. Wow! Echt mal pure Spannung. Meine Fresse. Ich glaube, Five for Tanaka hat eh gar keine Chance mehr. In diesem Cup gegen uns. Ja, dürfte er schon gar keine mehr haben. Stimmt. Wir waren im letzten Rennen vor ihm und davor hatten wir zweimal gewonnen, hatten schon 20 Punkte. Auf jeden Fall schon über 10 Punkte Abstand. Dann haben wir noch das letzte Rennen gewonnen. Das heißt, Five O ist auf jeden Fall draußen. Aber wir fahren trotzdem noch das Rennen. Warum denn nicht? Auch wenn es uns nichts mehr bringt. Bei dem LP möchte ich irgendwie nicht einfach so sagen, ja gut, wir scheiden einfach aus. Irgendwie ist das nicht so... Oh, da hat sich... Das ist so ein... Alter, der arme Five O Tanaka. Da wurde der extremst überholt. Da war doch noch auf dem 4. Platz oder so. Jetzt auf dem 7. Alter. Das ist richtig armes Opfer. So. Da passt auch alles wunderbar. Nach hinten haben wir mehr als genügend Platz. Vierter sind wir schon.
Da wollte ich fast schon reinziehen, aber dann dachte ich mir im Nachhinein, nein, der wird da gleich reinziehen und dann will ich da nicht im Weg sein. Ach du Scheiße. Das war so schlecht. Schön wieder zurückgekommen. Sind wir wieder nah dran. Caesar ist auf dem ersten Platz diesmal. Auf dieser Strecke anscheinend scheint er sie jetzt besser zu können. Im Vergleich zum letzten Mal. So, dann sind wir schon mal Dritter. Das Podium winkt, Junge. Konzentrier dich. Ja, das weiß ich, Scotty. Mach mir keinen Druck. Überhaupt, welchen Druck überhaupt? Scotty sagt das ja immer wieder. Und selber ich selber kenne meine fahrerischen Fähigkeiten. Ich würde sagen, so mindestens Zweiter werde ich. Ich kann nicht mal versprechen, ob ich Erster werde. Könnte sein. Kommt drauf an, wie gut ich die letzte Runde fahre. So. Mal gucken, ob ich da dran komme. Ah, da ist ein bisschen dran gewesen. Außen meinte ich. Wir sind innen vorbeigezischt. Wahrscheinlich habe ich deswegen innen gesagt. So. Jetzt haben wir noch Caesar vor uns. Da denkt sich so, ach nein, da kommt wieder der Miro, Alter. Sofort weg. So. Hier mal gut durch die Kurve kommen. Hier mal sehr spät abbremsen. Sehr viel Speed rausnehmen. Zweiter ist großartig, aber Erster ist noch besser. Komm schon. Ach du Scheiße. Da ist er. Okay. Wir werden innen reinstechen. Ja, Caesar, wurdest du knallhart überholt. Da konntest du nichts mehr machen. Tja. So muss das mal laufen. Wunderbar. So, durch die paar letzten Kurven. Oh, Caesar kommt weit raus. Oh, schafft das überhaupt noch? Caesar hat sich irgendwie rausgedreht. Was? Wie das denn? Hä? Als ob. Das ist sogar hinter Five Tanaka, Alter. What the hell? Was hat er getan? Das war nicht leicht, aber du hast einem das Gefühl gegeben, dass es das doch war. Coole Arbeit. Ja, ich habe das Gefühl gegeben, dass es leicht genug war, ja. So, na, wie läuft's? Habe gehört, du bist jetzt hinter Stomper her. Hast du die Hoffnung aufgegeben, Stellan die Meisterschaft streitig zu machen? Da ist er ja, der Penner. Hi. Du hast versucht, mich von der Strecke zu werfen, oder? Hey, es gibt keinen Grund, wie ein stummer Fisch aus der Wäsche zu schauen. Schätze, du hast mehr Chancen bei Miss Hawaii hier drüben. Ernsthaft, Mann. Ich glaube, er steht auf dich. Er hat recht. An Punkten liegt Stellan weit vor 5-0. Und mit diesen neuen Reifen ist 5-0 außerdem besonders verwundbar. Woher weißt du das? Oh, ich bin eben gut informiert, Scotty. Ich muss auf die Toilette. So, als nächstes hätten wir Hot Road. Was wäre das denn? Nur 7 Minuten. Ah, aber das alles denn erst ab dem nächsten Part. Deswegen sage ich nochmal vielen Dank, dass ihr in diesem Part dabei wart bei Let's Play Daytime Race Driver 2. Mal wieder ein normaler Part von der Länge. Deswegen sage ich nochmal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ciao!